Die dritten Kanonenschläge in der Reihe. Jetzt haben wir Kaliber C. Wieder extrem hart, fast wie ein Stück Holz. Hinten leider wieder frei bis hier, wie bei den anderen auch. Sollbruchstelle ist auch wieder da. Nikoa natürlich auch, braucht man glaube ich nicht mehr zu erwähnen. Ja, auch wieder natürlich 2006 zu Ende die Produktion. Und ja, schauen wir mal, wie sie so von der Lautstärke sind. Moog Nico Kanonenschlag zylindrisch Kaliber C. So, vielleicht habt ihr ja schon gemerkt, wir holen die gezündeten Objekte gerne nochmal wieder zurück. Und ihr seht hier, er ist richtig schön aufgeplatzt, also echt, echt gute Wirkung. Nicht nur unten aufgegangen, wie es bei manchen anderen Kanonenschlägen ist, bei älteren, sondern richtig schön aufgeplatzt. Und der Knall war auch nicht wirklich schlecht. Also das war schon ein gutes Teil, ist eine Kaufempfehlung, falls ihr sie noch findet.